Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute habe ich meinen Lesemonat Juni für euch. Es waren zwei Hörbücher und ein normales Buch, was ich gelesen habe, also nicht so viel, aber ich bin trotzdem ganz zufrieden. Ich habe auch noch ein Buch beendet, was ich letzten Monat schon erwähnt hatte und wo ich nicht ganz durchgekommen war. Ja, und das war wirklich auch zum Schluss dann nochmal wirklich sehr spannend. Deswegen, ich habe mir überlegt, ich sollte auf jeden Fall Bücher nicht wieder erwähnen, bevor ich sie komplett ausgelesen habe, weil schlussendlich können selbst die letzten 10, 20, 30 Seiten das echt noch rumreißen, das Ruder. Aber wie dem auch sei, ich habe den Monat mit einem, eigentlich mit einem kleinen Diamanten gestartet. Und zwar Lars Ruppel macht Slam Poetry und ich habe das als Hörbuch vom Verlag zugeschickt bekommen. Das nennt sich Mein lieber Herr Gesangsverein, die Waldfee holt die Kuh vom Eis. Untertitel nennt sich Slam Poetry über Redensarten, was das Ganze, was den Nagel im Grunde auf den Kopf trifft. Ich finde das insofern ein sehr gutes Hörbuch, weil ich das wirklich verschiedenen Leuten direkt empfohlen habe, als ich es gehört habe. Also das lässt sich sehr schnell weghören. Das sind 2 Stunden ungefähr von der Gesamtspielzeit auf 2 CDs. Ist eine ungekürzte Autorenlesung und so wie ich das auch gesehen habe, sind das gleich mal 2 seiner Bücher in vertont. Er hat also diverse Texte jetzt schon rausgebracht zum Thema Redensarten, was aber eher in Richtung Slam Poetry geht. Und wie gesagt, das ist so eine Art gesammelte Werke, möchte ich mal sagen, stand jetzt mit 2 Stunden. Und ich muss direkt an irgendwie einen Kollegen denken, der auch sehr auf Sprache achtet, sage ich jetzt mal. Dann meiner Mutter habe ich es direkt empfohlen, die ist Lehrerin. Meinem Vater habe ich es empfohlen, weil es halt so ein bisschen, ich sag mal, fabuliert ist, also wirklich sehr fantasielastig und er uns eben auch früher mal Geschichten erzählt hat, die sehr fantasiereich waren oder auch mal so ein bisschen geschummelt hat und geflunkert hat und dann war das sehr fantasiereich. Und insofern, also ich habe das irgendwie 5 verschiedenen Leuten empfohlen, einer Kollegin auch nochmal und so. Ich glaube einfach, dass das wirklich viele Leute ganz cool finden und dadurch, dass es eben nur so ein kurzes Hörbuch ist, macht man halt auch nichts verkehrt, wenn man mal reinhört. Ich fand es sehr gut auch, mag ja auch sehr gerne so Redensarten und wenn man damit so rumspielt und er nimmt sich jetzt hier quasi immer die Redensarten und erzählt sozusagen eine Geschichte drumherum beziehungsweise baut irgendwie den Namen noch mit in die Geschichte ein und es geht aber in ganz andere Richtungen, also es hat dann schlussendlich mit der Redensart selber gar nicht mehr so viel zu tun, aber es ist echt clever gemacht, wie er das sozusagen als Basis nimmt und dann seine eigenen Geschichten dazu erzählt, das auch noch auf so eine lyrische Art und Weise. Fand ich richtig cool und er hatte eben auch häufig, wie das ja bei Poetry Slam sozusagen ja auch häufig der Fall ist, hat er eben auch gesellschaftskritische Themen, die dann damit reinspielen. Also häufig, dass man irgendwie, es ging es um Umwelt, um Wälder abholzen, um was IKEA eigentlich sozusagen macht beispielsweise, aber auch über Chefs und Unternehmensstrukturen und wie das doof ist. Ja, sorry, ich weiß nicht, wie viel man jetzt noch gehört hat, bevor das Bohren meines Nachbarn losging. Aber nochmal kurz gesagt, also ich finde das Hörbuch echt 5 Sterne wert. Es ist kurz, es ist unterhaltsam. Da sind ein paar Sachen drin, die jedem gut gefallen werden, denke ich. Also wirklich auch durch eine relativ große Breite an Altersstufen und Geschlecht und keine Ahnung was. Also ich glaube, das ist echt ein Inhalt, der viele interessiert. Und sind auch durchaus gesellschaftskritische Texte mit dabei, was ich echt toll finde. Deshalb gibt es überhaupt nichts zu meckern. 5 Sterne kann ich nur jedem empfehlen. Und hier habe ich auch noch mal einen kleinen Ausschnitt für euch, damit ihr euch vorstellen könnt, wie sich sowas anhört. Holger, die Waldfee. Wenn die Stille, die im Wald zur Nacht noch eben jeden Ton verbot, vertrieben durch den Klang der Welt, leicht angespielt vom Morgenrot, verschämt ein Stück zur Seite geht und Platz schafft für Konzerte, Akkorde, die das Leben greift, vom Hörer stets verehrte Klänge wie das Amselzwitschern, das, wenn man sich konzentriert, klingt, als singe eine Orgel, die im Regen explodiert. Der Strauch, der müde Knospen streckt, das Weidenkätzchen schnurren, Humus, der leis Faulgas furzt, ein Wühlmausmagen knurren.
Asseln, die mit lautem Groll nach Kellerschlüsseln suchen, und von oben raschelt sacht das Umblättern der Buchen. Welch Wohlklang, welch Balsam, o Waldlebenslied, der Tag hat am Morgen den ersten Zenit, der Schöpfung zu Ehren, erhebet die Ohren, euch wurd der Tag von der Sonne geboren, kommt alle zum Reigen, heut wollen wir tanzen, zum Lobe des Kleinen im Großen und Ganzen, zum Ärger des einen, der, der nicht gerne tanzt, der, dessen Wohnung bepilzt und verranzt, der öffnet die verdreckten Fenster, holt tief Luft und dann kavemster, halt die Fresse, du, und droht der ganzen Welt mit Hausverbot. Der Herr, der sich so echauffiert, ist großflächig und unrasiert und doch des Waldes treuster Geist. Es ist die Fee, die Holga heißt. Als zweites Hörbuch habe ich diesen Monat von T.R. Richmond, Wer war Alice, gehört. Das habe ich schon sehr lange hier liegen, auch vom Verlag zugeschickt bekommen, weil es mich sehr angesprochen hatte. Ich hatte das ursprünglich gar nicht eingeplant und habe dann sozusagen den Klappentext gelesen und dachte so, oh, das hört sich echt cool an, würde ich gerne mal ausprobieren. Es geht um eine junge Frau, die, was heißt ermordet, sie schwimmt quasi oder sie wird als Leiche aufgefunden in einem Fluss oder an einem Staudamm sozusagen. Und war aber erst 25. Und ja, es wird dann sozusagen in vielen verschiedenen Briefen, Tagebucheinträgen, Blogeinträgen etc. pp. E-Mails, die auch von verschiedensten Sprechern hier vorgelesen werden. Also wir haben hier als Hauptsprecherin Josephine Preuß, die eben die Protagonistin spricht, aus Tagebucheinträgen größtenteils. Walter Kreie, Regina Lemnitz und noch viele, viele mehr, die wir es wirklich alle super gemacht haben. Die sprechen eben die Mutter beispielsweise, spielt eine größere Rolle. Dann ein Geschichtsprofessor von der Verstorbenen, der aber gleichzeitig auch schon was mit der Mutter mal irgendwann hatte, also auch so ein ganz zwielichtiger Typ. Dann der Freund von ihr, der ihr eigentlich einen Heiratsantrag machen wollte und dann sind sie aber doch irgendwie auseinandergekommen, weil sie mitbekommen hat, dass er sie mal auf einer Prag-Reise betrogen hat und dann noch irgendwie so ein Stalker, der mal irgendwann in so einer WG mit ihr zusammengelebt hat. Also so ganz viele, ich sag mal eher zwielichtige, insbesondere männliche Personen aus ihrem Umfeld, die eben da auch zu Wort kommen und ja, wie gesagt, immer wieder aus verschiedenen Darstellungsformen sozusagen dann eben zitiert wird. Und es rollt sich eigentlich so nach und nach dann auf, was die Ursache gewesen sein könnte, ist sie von selber, hat sich selber sozusagen in den Tod gestürzt, wurde sie geschubst, wurde sie wirklich brutal ermordet, was ist da genau passiert? Und das ist halt so ein, ich sag mal, ein eher leiser Thriller, wo das eben nach und nach aufgeklärt wird. Das Ganze hat eine Laufzeit von 8 Stunden und einer Viertel, ist eine gekürzte Lesung. Das habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so wirklich mitbekommen. Vielleicht ist es so, dass zum Schluss hin viel gekürzt wurde. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, ob das so war. Mir war der Schluss zu abrupt und ich muss auch sagen, es plätscherte so ein bisschen dahin. Also die Spannung hat sich halt nur so ein bisschen aufgebaut. Irgendwie waren alle verdächtig. Das heißt, man konnte nicht so wirklich voraussehen, wie es denn jetzt ausgehen würde. Aber schlussendlich war mir dann irgendwie die Auflösung auch zu weit an den Haaren herbeigezogen, weil es, glaube ich, also ich hatte das Gefühl, es sollte so sein, dass man eben sich überhaupt nicht erklären kann, wer jetzt der Täter ist oder ob sie es jetzt selber war oder wie auch immer. Und um das zu vermeiden, wurden halt viele falsche Fährten gelegt und schlussendlich die Person, die es dann war oder der Hintergrund, warum das dann so geschehen ist sozusagen, das kam mir zu abrupt und irgendwie zu, ah, okay, das ist die Auflösung. Also ich würde dem Ganzen 3 von 5 Sternen geben. Ich fand es jetzt nicht gerade herausstechend, ich fand es allerdings super gut performt und vorgelesen von den verschiedenen Sprechern. Ich fand es auch richtig cool, dass es irgendwie so viele verschiedene waren. Das, finde ich, hat das auch nochmal total aufgelockert und hat einem eben immer wieder auf die falschen Fährten auch geführt. Und wenn man wirklich nicht vorausahnen möchte, wer es denn war sozusagen, der kann das lesen. Ich persönlich würde es jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Aber hier ist auf jeden Fall auch nochmal ein kleiner Ausschnitt, damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie sich das anhört. Auszug aus einem Brief von Professor Jeremy Cook, 6. November 2012. Warum haben Sie behauptet, ich hätte Sie betatscht? Wenn der Schuh passt? Aber es stimmt nicht. Verächtlich trank sie einen großen Schluck aus dem Glas.
Manchmal kommen Leute in den Knast wegen was, was sie gar nicht getan haben. Sie werden zwar wegen einer Tat verurteilt, die sie nicht begangen haben, aber sie haben etwas getan, was genauso schlimm ist. Ist so etwas ein Justizirrtum? Im Prinzip ja, sagte ich. Ich scheiß auf im Prinzip. Es kommt auf dasselbe heraus. Es ist Gerechtigkeit. Ich fand, dass sie es verdient hatten. Es steht ihnen nicht zu, für Gerechtigkeit zu sorgen, sagte ich. Und ihnen auch nicht. Sie trank den Wein, als wäre es Wasser. Sie würde jeden Augenblick betrunken sein. Eins habe ich gelernt. Der Öffentlichkeit ist eine simple Lüge lieber als eine komplizierte Wahrheit. Und als letztes Buch im Monat Juni habe ich Der Galgen von Tibbern gelesen von Ben Aronovich, vom DTV-Verlag auch zugeschickt. Ich habe ja da bei einer Blogtour mitgemacht, die kann ich euch gerne in dem Beitrag auch nochmal verlinken, falls ihr das nicht mitbekommen haben solltet. Und zwar wurde ich ausgewählt mit drei anderen Bloggern plus nochmal jeweils sozusagen Bloggers Friend über dieses Buch zu berichten, und verschiedene Aktionen haben sich die verschiedenen Blogger auch ausgedacht, die alle total cool waren, irgendwie so ein Interview und so weiter. Und ich habe mich mit Anna von Annas Bücherstapel zusammengetan. Und wir haben gemeinsam einen Tag ins Leben gerufen mit 10 Fragen rund um oder basierend sozusagen auf dieser Buchreihe. Die braucht man dafür nicht kennen, es wird auch nicht gespoilert. Das heißt, das kann man sich wirklich bedenkenlos anhören bzw. durchlesen. Und es sind einfach nur Fragen, die eben auf verschiedenen Charakteren aus der Buchreihe basieren und die dann aber ja, sozusagen auf andere Bücher auch zielen. Und genau, da kann man die letzten 5 Fragen bei mir hören und die ersten 5 Fragen bei Anna dann eben durchlesen mit unseren Antworten eben auf diese Fragen. Und wer da Lust hat, noch nachträglich mitzumachen, sehr gerne. Das ist jetzt der, ich bin der Meinung, 6. Band, 6. Fall für Constable Peter Grant. Der ist ja ein Police Officer, ich werde jetzt auch nicht zu viel spoilern, beziehungsweise gar nicht spoilern. Er hat auf jeden Fall verschiedene Fälle, die er eben in London lösen muss. Das heißt, London ist eben auch fast schon wie ein Charakter in diesen Büchern. Wer da also schon mal war, verliebt ist in die Stadt oder eben gerne mal hin möchte, wie in meinem Fall. Also ich war noch nie da, aber ich finde es immer super. Er beschreibt das irgendwie immer toll und man weiß auch immer ungefähr, wo man ist und so. Da gibt es auch ganze Webseiten, die sich nur damit beschäftigen, dass sie sich quasi angucken, auf welchem Ort der jetzt gerade ist oder wo die wichtigsten Schauplätze vielleicht zu verorten sind und so. Echt ganz cool. Und es ist immer geschrieben, ich sag mal, recht rasant. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen mit klarkommen oder sich drauf einstellen, weil es ist halt schon, also du wirst halt mitgerissen, ne? Also schnallt euch alle an, es geht los. Das kennt man von Ben Aronovich. Also es ist wirklich mit sehr viel Scharfsinn und Witz irgendwie erzählt. Und man muss auch manche Stellen irgendwie doppelt und dreifach lesen, so kleinere Absätze, und denken so, ach so, das ist jetzt damit gemeint, weil er einfach so irgendwie drei Gedankengänge in einem Satz vereint. Und ja, es geht wirklich rasant von einem Schauplatz zum nächsten. Man hat fast nicht so wirklich Zeit, Luft zu holen. Macht das Ganze zu einem Page-Turner, aber auch ein bisschen anstrengend zu lesen. Da muss man, glaube ich, ein bisschen mit klarkommen. Und ansonsten ist es halt eher Fantasy-lastig, oder ich glaube, das nennt man irgendwie Urban Fantasy. Das ist eben ein realer Schauplatz, aber die Charaktere, die da sind, sind quasi aus so einer Feenwelt, möchte ich mal sagen. Also so verschiedene Sagengestalten, Märchengestalten, Zaubergestalten, die eben in London unterwegs sind. Und er ist eben der letzte Zauberlehrling Englands und kriegt eben Zaubern beigebracht. Und ja, er trifft aber immer wieder ganz skurrile Leute und ganz skurrile Charaktere, und das macht einfach total viel Spaß. Man muss manchmal so überlegen, so, okay, wer war das jetzt nochmal? Also ich mache auf jeden Fall, führe meistens ein Lesetagebuch, wenn ich diese Bücher lese, weil ich mich einfach hinterher erinnern möchte, wer jetzt wer war. Aber es ist wirklich spannend, es geht zack, zack, zack. Und ist auch immer sehr witzig, sehr unterhaltsam und wie gesagt einfach ein Page-Turner, Gute-Laune-Buch. Ja, was ich immer wieder gerne lese, ehrlich gesagt, diese Reihe. Genau. Und dieses Buch hatte jetzt 420 Seiten. Und sie sehen so schön aus dem Regal nebeneinander. Ja, das war es eigentlich schon, was ich im Juni 2017 gelesen habe. Im Juli habe ich Geburtstag und dann gucken wir mal, wie viel ich da schaffe, weil wir haben auch das ein oder andere Mal jetzt ein paar Urlaubstage mit dazwischen, und vielleicht kriege ich es ja dann hin, mehr als 3 Bücher zu lesen.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne auch mal auf Facebook oder auch hier in den Kommentaren schreiben, was ihr diesen Monat alles gelesen habt, oder gerne mal euren Beitrag, falls ihr einen eigenen Blog habt, auch verlinken. Da freue ich mich immer sehr drüber, wenn andere Leute auch eben so ein bisschen teilen, was sie gelesen haben. Und sagt mir mal gerne, ob ihr irgendeins davon schon gelesen habt und wirklich gut empfehlen könnt. Genau, und dann hören wir uns im Juli 2017. Bis dann, tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.